herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um mein Rescape gehen, mein Rescape meines Blaubeckens, das 28er Weißglasbecken von Blau Aquaristik. Das habe ich, wie ihr vielleicht oder wahrscheinlich auf Instagram schon mitbekommen habt, neu gescaped bzw. gerescaped bzw. bin ich noch dabei. Ja, wie gesagt, auf Instagram habe ich da schon Beiträge drüber hochgeladen, wie ich das gemacht habe. Ich habe wirklich das komplett neu gemacht, also nicht nur einfach ein bisschen Layout verändert. Ich habe alles raus, dass dann wirklich nur noch das Glasbecken dort stand, Bodengrund, Pflanzen, Hardscape, alles weg. Ich wollte wirklich was Neues machen, komplett neu. Ein paar Veränderungen an der Technik gab es jetzt auch, aber dazu kommen wir später. Ja, am Anfang habe ich ja jetzt gerade schon erklärt, ich habe da alles rausgemacht, ganz simpel. Ich habe einfach erstmal die groben Pflanzen einfach rausgerissen mit ihren Wurzeln. Ich meine, da gab es ja nichts mehr zu schützen, da musste ich ja nicht aufpassen, das war recht angenehm. Vorher habe ich natürlich alle Garnelen und Schnecken, die ich in diesem Becken noch hatte, gesichert, gerettet. Die sind jetzt bei mir da im Eimer, könnt ihr auch sehen, habt ihr auf Instagram auch gesehen, mit einem Filter, denen geht es gut. Habe ich mich vergewissert, dass das für den Zeitraum, wie sie da drin bleiben müssen, auch geht. Ja, also ich habe alle Pflanzen rausgerissen, alle Pflanzen, die im Boden steckten. Dann habe ich das ganze Hardscape rausgenommen und die Pflanzen sind wirklich im Müll gelandet, größtenteils. Viele verwende ich wieder, wie die Nana Pinto und die Bucephalandra Mini Catherine, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind und die wirklich auch gut in das Layout jetzt passen werden. Werdet ihr gleich auch noch sehen, das Layout. Aber größtenteils ist da wirklich alles im Müll gelandet, Bodengrund ist alles im Müll gelandet. Und das Hardscape ist eingelagert worden. Das liegt jetzt im Garten draußen und wartet darauf, irgendwann wiederverwendet zu werden. Die Pflanzen Hygrophila pinnatifida habe ich natürlich nicht abgepult. Die ist natürlich tot. Ich meine, man kann jetzt auch nicht alles retten. Und die Hygrophila pinnatifida habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen satt gesehen. Und was mir überhaupt nicht an der gefallen hat, ist, dass die eben diese Wurzeln komplett um den Stein, also die hat ja eben diese Haftwurzeln auf Sitzerpflanze und die haben sich wirklich um den ganzen Stein gelegt und das sah nicht mehr so schön aus. Die Pflanze an sich ist wirklich sehr schön, aber ich wollte auch wirklich mal was anderes und ich möchte möglichst viel anders machen, damit ich mich nicht direkt wieder daran satt sehe, weil das war ja der Grund, warum ich das abgebaut habe, weil ich was Neues haben möchte. Ja, nachdem dann alles raus war und nur noch Bodengrund und die Restgarnelen und Schnecken, die ich nicht bekommen habe, weil die sich dann noch versteckt haben, habe ich dann auch noch rausgesammelt. Und dann habe ich den Bodengrund rausgemacht. Ich habe das erstmal rausgeschaufelt mit einem Becher einfach in einen Eimer und dann in Biomüll. Den Rest habe ich dann einfach wieder Wasser aufgefüllt, abgesaugt, Wasser aufgefüllt, Wasser abgesaugt. Das ist echt eine blöde Arbeit. Aber da hatte ich Hilfe von einem Freund und letztendlich ging das auch. Danach habe ich das Ganze geputzt mit Glasreiniger und Wasser innen, einfach mal die Scheiben durchputzen, die Silikonnähte, wo man eben sonst nicht drankommt und die ganze Technik eben. Diffusor habe ich in Chlor eingelegt. Ja, macht man halt, um den sauber zu kriegen, bevor jetzt jemand einen Schreck kriegt. Natürlich habe ich den ganz, 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 ganz gründlich ausgewaschen und der liegt jetzt auch hier sehr lange, also es ist schon ein bisschen her, das Chlorbad. Da ist auf jeden Fall kein Chlor mehr dran. Ja, und dann stand das leere Becken da und ich hatte nämlich zum Glück schon eine Layout-Idee bzw. eine Idee, was ich machen wollte. Dann habe ich mir im Hörder Zierfischparadies, habe ich auch öfter auf Instagram erwähnt, wirklich schöner Laden, habe ich mir eben das Hardscape gekauft. Das besteht jetzt aus einer Menge Driftwood und Dragonstone. Das Ganze habe ich nur an einer Stelle geklebt, habe ich zwei Wurzeln aneinander geklebt, die auf jeden Fall zusammen so rein sollten, die aber nicht so wirklich gehalten hatten bzw. ein Stück, was irgendwie schwer war zu befestigen. Dann habe ich die ganzen Sachen gewässert und das Ganze ist jetzt im Aquarium samt dem Bodengrund, den Soil und da das Ganze ja nicht austrocknen darf, also Soil darf nicht austrocknen und die Wurzeln sollen natürlich ihre Feuchtigkeit behalten, habe ich das Ganze einmal besprüht mit einer ganz normalen Sprühflasche und da Klarsichtfolie drüber gemacht, sodass es wie bei einem Dry Start, dass es schön feucht bleibt. Pflanzen und so sind noch nicht drin. Vorne an einer Ecke mache ich Sand rein, da der ist auch noch nicht drin, der muss auch nicht feucht gehalten werden, den habe ich einfach noch nicht. Aber so bleibt das alles feucht. Und was mir ganz wichtig war, ich konnte schon das Layout setzen und habe Zeit und keinen Druck, dass ich Pflanzen da habe, die ich einsetzen muss und auch keinen Zeitdruck. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das eben schön aufteilen konnte und mir für einzelne Sachen möglichst viel Zeit lassen konnte, damit ich die möglichst perfekt angehen kann.
So, vom Aquarium an sich ist das der jetzige Stand. Da wisst ihr jetzt alles. Ich blende euch zwischendurch immer noch mal was ein. Und jetzt kommen wir noch zu den kleinen technischen Veränderungen, die ich angesprochen habe. Und das ist eigentlich nur die CO2-Anlage. Ich habe ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine ganz normale U504 ist das, glaube ich, JBL-Einweganlage. Die ist halt recht günstig in der Anschaffung gewesen, was für mich als Schüler mit nicht so viel Geld natürlich sehr entgegenkommt war und ich nicht unbedingt Lust hatte, mir für 300 Euro eine Mehrweganlage zu kaufen, habe ich erstmal gedacht, klar, kaufst du dir eine Einweganlage. Das Ganze wurde dann aber doch recht teuer, weil man überlegt, bei meinem Laden kosten 500 Gramm, eine 500 Gramm Flasche kosten 22 Euro um den Dreh und die fülle ich und die muss ich alle 2, 3, 4 Monate, je nachdem, wechseln. Mehrweg 500 Gramm auffüllen kostet im Hörder Zierfischparadies 7,50 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Es hält natürlich genau gleich. Das ist genau das gleiche Gas. Nur halt, dass es wieder gefüllt werden kann. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht. Einweg und Mehrweg verglichen. Könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Aber jetzt gibt es das nochmal in Kurzfassung. Und die Vorteile von der Mehrweganlage sind eben, wie ich schon gesagt habe, es ist deutlich günstiger. Und es ist auch sehr umweltschonend, wenn ihr überlegt, ihr habt dann immer eure dicke Aluminiumflasche da, die schraubt ihr dran und ein paar Monate später schraubt ihr sie wieder ab und werft sie in den Müll. Das ist schon ein Müllverbrauch, den ihr bei einer Mehrwegflasche nicht habt. Die hatte in der Regel 10 Jahre TÜV, eine Mehrweganlage, beziehungsweise die Flasche, habe ich auch schon in dem Video gesagt, hat 10 Jahre TÜV. Und danach könnt ihr den TÜV nochmal auffrischen lassen, aber es lohnt sich, weil das eigentlich viel teurer ist als eine neue Flasche, lohnt es sich einfach für 40, 50 Euro sehr für eine neue Flasche zu holen. So, was jetzt ein bisschen besonderer ist, was ich noch nie gesehen habe eigentlich, aber sehr plausibel von der Erklärung klingt, habe ich mich dann mal mit dem Händler vom Hörder Zierfischparadies unterhalten und er hatte mir empfohlen, eine 2 oder sogar 5 Kilo CO2 Mehrwegflasche zu verwenden. Da habe ich logischerweise erstmal irgendwie gesagt, Moment, was soll ich da mit so einem riesen Oschi dann, das größer als mein ganzer Schrank mit Aquarium ist. Aber dann hat er mir erklärt, dass die Preise folgende sind. 500 Gramm auffüllen 7,50 Euro bei ihm und 2 Kilo kosten 14 Euro. Das ist natürlich ein deutlich besserer Preis, wenn man sich überlegt, das Vierfache an Gas bekommt man für den doppelten Preis. Kann man sich jetzt ausrechnen, wie schnell man das spart. Habe ich auch mal nicht gemacht, weiß ich jetzt die Zahl nicht im Kopf. Aber das hat man auf jeden Fall schnell raus. Und er hat wirklich günstige Produkte da, die aber seiner Meinung nach sehr gut sein sollen. Die Produkte sind von Aquanoa, die ich wahrscheinlich auch nehmen werde. In den nächsten Tagen werde ich mir die Anlage dann holen. Also eine 2 Kilo Flasche mit einem Aquanoa Druckminderer. Die 2 Kilo Flaschen sind natürlich deutlich größer als die 500 Gramm Flaschen, macht ja auch logischerweise Sinn. Aber ich habe das Ganze mal ausgemessen und ich glaube doch, dass das nicht zu übertrieben aussieht. Eine 5 Kilo Flasche hätte dann, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben gewirkt. Aber ja, die 2 Kilo Flasche geht dann noch gut rein und ich persönlich, ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich finde es schön, so Technik. Mir gefällt das, der Shiros Doktor, habe ich auch ein Video drüber gemacht, der Reaktor, das Elektrolysegerät, der Diffusor, das sieht schön aus und wenn da so Technik ist, so eine Druckgasflasche mit Druckminderer, also ich finde das schön, mir macht das Spaß und deswegen finde ich eine 2 Kilo Flasche in Ordnung. Bei einer 5 Kilo Flasche ist Schluss, habe ich auch gesagt, also dann höchstens eine 2 Kilo Flasche. Ich gucke mir die nochmal an, aber wahrscheinlich läuft es jetzt auf eine 2 Kilo Flasche heraus. Hardscape habe ich ja erwähnt, ich sage es jetzt nochmal, Bodengrund habe ich Volcano Mineral und den Tropica Powder Soil. Ich kann es mal kurz holen. 9 Liter Sack, nur Powder. Und ja, das war wieder eigentlich dasselbe Spielchen wie mit der CO2-Anlage. Da waren 9 Liter günstiger als 3 Liter. Also von daher, ich habe jetzt noch 2 Drittel oder noch mehr da über. Aber es war trotzdem günstiger und zu viel Soil kann man nicht haben. Wenn man das richtig lagert, hier mit einem Clip luftdicht verschließen, damit das eben feucht bleibt, wie ich es in dem Becken auch gemacht habe, kann sich das auch eine Zeit lang halten und dann kann ich es nochmal wieder verwenden. Der Rest bleibt gleich, der gleiche Diffusor, Magnetventil bleibt alles gleich. Ich wechsle halt wirklich eine CO2-Anlage, nur eben Flasche und Druckminderer. Der Rest ist ja egal, die kann man für Einweg und Mehrweg verwenden. Lampe bleibt immer noch die Shiros WAGB, bin ich super zufrieden mit, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Shiros Doktor bin ich auch super zufrieden mit, bleibt alles gleich.
Was vielleicht noch interessant ist, ob und wie oft ich das besprühe. Ich besprühe das 1 bis 2 Mal täglich, eher öfter. Eigentlich kann man nicht zu viel sprühen, deswegen sprühe ich eigentlich, wann ich kann. Und wenn ich Langeweile habe, sitze ich eigentlich da und sprühe alle 20 Sekunden, wenn ich Langeweile habe. Also von daher, zu viel kann man nicht sprühen. Ja, ich denke, der Rest ist klar. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Ich erwähne es nochmal, besser ist, mir auf Instagram zu folgen. Da ist das Ganze ein bisschen spontaner und geht einfacher. Da kann ich das ein bisschen genauer erklären. Videos können nur in größeren Intervallen folgen, da das doch recht viel Arbeit ist. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich verweise euch nochmal auf meine anderen Videos, wenn euch das interessiert, zu der Technik etc. Und ja, bei Instagram vorbeischauen. Ciao.